Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und wir befinden uns hier wieder irgendwo im Nirgendwo. Ganz einfach, weil ich mal eine neue Welt beginnen wollte. Bei der alten gab es ein paar Probleme, leider. Spinne. Und da vorne ist ein Creeper. Ja, hammergeil. Ja, ist auf jeden Fall der perfekte Start. Ich muss gestehen, ich bin hier hingeflogen, weil ich mal nach einem guten Spot gesucht hatte, wo man vielleicht neu beginnen könnte, ist natürlich klar. Aber gut, so kriegt man halt auch schon mal einen Knochen. Ist ja alles kein Problem. Auf jeden Fall, wir fangen neu an, quasi von vorne. Das alte Haus ist, lassen wir hinter uns und machen einfach mal was Neues. Und wie ich gerade feststelle, da hinten. Ey, wir haben sonst keinen Baum weiter in der Nähe. Nur da oben oder was? Okay, hammergeil. Dann kraxeln wir da mal hoch. Wenn wir so weit hoch, wenn wir so hoch überhaupt kommen. Bin ja gerade eher am, Nein. Man munkelt ja gerade eher noch, aber man könnte sich auch hochgraben. Na, hammergeil, ey, wirklich. Fängt ja schon mal richtig gut an. Perfekte Voraussetzung, um ein neues Let's Play zu beginnen. Was heißt neu? Neues ist ja nicht. Aber es ist jetzt quasi, wir können es jetzt als Season 2 ansehen von Minecraft. Und deswegen zertrümmern wir jetzt hier mit dem Knochen den Baum. Und dann gucken wir auf jeden Fall mal, was so die Welt für Überraschungen für uns bereithält. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, es war eigentlich das Einzige, was Sinn gemacht hat, weil bei dem alten Haus, ja, sah ganz okay aus. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe einen komplett neuen Baustil. Das, was ich jetzt baue, sieht anders aus. Komplett. Und dann würde ich mich in dem Haus nicht mehr wohlfühlen und hätte da einfach keinen Bock mehr drauf. So. Wir bauen uns auf jeden Fall erstmal eine Werkbank. Fortgeschrittenes Handwerk. So, machen wir uns hier ein paar Sticks, bauen uns hier eine Holzaxt, schmeißen die Sticks einfach mal willkürlich weg. Die Werkbank nehmen wir wieder mit, weil wir brauchen erstmal so, glaube ich, nichts. Wir werden uns dann einfach mal eine schöne Unterkunft bauen, hoffen, dass wir vielleicht, bevor es dunkel wird, noch ein bisschen Kohle finden. Das wäre awesome. Kohle. Kohle brauchen wir. Warum ist hier ein scheiß Schneekack? Ich hasse Schnee. Also ich hasse Schnee nicht. Aber in Minecraft hasse ich Schnee. Ist genauso ätzend wie Regen. Und Creeper, die sich heimlich in einem eigenen Haus von hinten anschleichen und mal eben alles in die Luft sprengen. Was ist das denn überhaupt? Ist das Stein? Ist das hier ein Stein? Ein Berg? Ein Dings? Ein Bums? Ihr wisst schon und so. Und warum ist da Lava? Und warum sind wir eigentlich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich mir so überlegt, man könnte für die zukünftigen Folgen könnte man ja auch einfach mal sich ein Schwert basteln. Nee, Quatsch. Man könnte auch mal sich ein paar Themen überlegen, über die man so quatschen könnte in den Let's Plays. Weil die meiste Zeit habe ich ja nun immer nur über das Spiel an sich geredet, was ich so mache, was ich jetzt tue und wieso und weshalb und warum und warum ist dann scharf, war mal geil. Machen wir schon mal ein bisschen Wolle. Wolle ist immer gut, weil Wolle gut ist. Vielleicht finden wir noch ein zweites Schaf. Da haben wir einen Huhn. Da oben ist eine Kuh. Kuh ist auch gut, weil wir brauchen auf jeden Fall noch was zu happern. Und dann brauchen wir vielleicht gleich mal noch einen Spitzhacker. Und ich würde sagen, wir können uns zum Anfang mal... Können uns zum Anfang auch einfach in den Berg reinbauen. Das ist der perfekte Ort, den ich ausgesucht habe. Schon mal perfekt zum Weinen. Nee, ey, wirklich. Nee. Kühe. Nicht da runter. Ma, nicht runterfallen. Da ist ein Dorf. Perfekt. Kuhschubser. Und da sind noch Schafe. Sehr gut. So. Dann sammeln wir hier auf jeden Fall alles ein, Schafe. Wir brauchen, soweit ich weiß, 3 Wolle für ein Bett. Wir haben 2.
Also muss leider wohl noch ein Schaf dran glauben. So. Dann haben wir das Problem auch schon mal gelöst. Komm, wir gehen jetzt zum Dorf. Ja, mal geil. Ist ja perfekt für den Start. Da latschen wir hin. Dann können wir uns da vielleicht ein bisschen Weizen klauen. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Höhlen. Und dann werden wir mal gucken hier. Dorfbewohner haben wir hier auch, aber keine Emeralds oder so. Leider nichts zum Tauschen. Und dann machen wir so eine Geräusche. Okay. Nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Kekse. Okay. Ja, damit lässt sich auf jeden Fall schon mal arbeiten. Erstmal das Dorf ausräubern hier. Da natürlich auch ein bisschen schummeln, aber wir geben es den Leuten ja wieder. Bestimmt. Eines Tages. Ne, auf jeden Fall werden wir hier mal ein bisschen was snacken. Ja. Wir können auch mal wieder neu anpflanzen, weil wir haben ja genug. So würde ich sagen, lassen wir den Dorfbewohnern das, was die sich so mühsam erarbeitet haben. Guck mal, wir haben jetzt mehr als genug. Da können wir hier auf jeden Fall wieder ordentlich Karotten anpflanzen für die. Nicht, dass es nachher noch Kloppe gibt, weil wir einfach mal die krassen Diebe sind und ihr wisst, Diebe kriegen Hiebe. Die Geräusche machen mich ja echt nervös hier von dem. Hier ist dicke Dorfversammlung. Aber oh, ein Neuer ist in der Stadt. Guck mal hier, der Held vom Erdbeerfeld. Ja. Gut, wir werden aber hier so an dem Dorf nichts machen weiter. Ich denke mal, wir werden uns irgendwo da einfach ein Bett organisieren. Da ist Eisen. Ich glaube, das soll Eisen darstellen. Ich habe mit dem Texturenpaket, ich habe das nur schon mal zwischendurch drin gehabt, das Kohle. What the fuck? Ob das so schlau ist, jetzt hier stehen zu bleiben? Oh! Das war knapp. So, Holz haben wir ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, genau, natürlich. Ich wollte mir eine Spitzhacke machen aus Holz. So, die nehmen wir wieder mit. Dann werden wir uns erstmal vollfuttern mit Karotten. Zwei bringen die. Naja, ist okay, kann man machen. So, dann werden wir auf jeden Fall erstmal Kohle abgrasen hier. Und vielleicht auch ein bisschen Stein, damit wir uns eine Steinspitzhacke machen können. Ich glaube, wir machen uns sogar erst eine Steinspitzhacke, weil das dauert ja hier ewig. Hallo? Ah, okay. Dann bauen wir hier noch ein bisschen ab. Und es wird, glaube ich, auch draußen dunkel. Man kann nur munkeln. So, jetzt haben wir 5 Steine. Technischer Fortschritt. Sehr gut. So. Dann grasen wir jetzt hier die Kohle ab. Das geht jetzt hoffentlich ein bisschen schneller, wenn auch nicht besonders viel. Ich muss sagen, ich vermisse jetzt schon... Ach du Scheiße. Ich vermisse jetzt schon unsere Diamantspitzhacke. Aber ich denke, es wird der Tag kommen, an dem sie uns zu uns zurückkehrt in Form einer neuen Spitzhacke. So, Kohle, Fackeln. Perfekt. Und dann schauen wir mal. Also ich würde sagen, hier unten möchte ich jetzt nicht unbedingt bleiben. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, dass jetzt mir wieder so ein Creeper in den Popo beißt. Obwohl, was ich an diesem Texturenpaket jetzt schon schön finde, ist das Ambiente. So, also nicht das Ambiente, sondern so das Flair, was darüber kommt. Bock, bock. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hier ist noch Weizen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wie gesagt, wir lassen den Dorfbewohnern mal so weit, das geht alles. Ist das Haus bewohnt? Naja, nö, ist ja keine Tür drin. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben bloß keine Tür. Lass mich runter hier. Pass auf, dann machen wir das so. Wo ist die Werkbank?
Da. Ich würde sagen, wir zimmern dem Kollegen hier mal eine Tür. So. So. Und dann basteln wir uns ein Bett. So. Ich habe gerade gesehen, man konnte aus der Wolle noch irgendwas machen. War das dann der Teppich schon sozusagen? Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen auf jeden Fall erstmal schlafen. Haben wir auf jeden Fall einige Erfolge schon zusammengekriegt. Aber wir werden sehen, dass wir vielleicht auch alle noch zu voll kriegen. So, die Tür lasse ich ihm mal. Und wir werden uns auf jeden Fall jetzt was Eigenes suchen. So, irgendwo. Weil Dorf ist zwar ganz schön so als Zwischenhalt. Aber auf Dauer ist das jetzt eigentlich auch langweilig. Und ihr wisst ja nun, was ich schon bereits in der Season 1 gebaut habe. Und ich denke mal, dass es ganz cool wird, wenn wir das Ganze nochmal machen. Nur schöner. Und größer. Und besser. Und neuer. Auf jeden Fall nicht wieder aus Stein. Steine, ich glaube, ich bin da drüber hinweg. Haben wir noch einen Apfel, sehr gut. Irgendwie. Du entkommst mir nicht. So. Das haben wir auch. Wir haben ja schon wieder 12 Millionen Holzsorten, wenn wir jetzt den ja auch noch abfarmen. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt hier in die Tiefe des Waldes begeben. Und gucken, ob keiner guckt. Ja, wir müssen erstmal auf jeden Fall einen schönen Ort suchen, wo man vielleicht anfangen könnte zu bauen, wo man halt nicht jetzt so hier, so wie hier. Es war ganz praktisch, wenn du so 12 Millionen Bäume vor der Tür hast. Aber ich mag das zum Beispiel auch total, einen Berg reinzubauen. Deswegen würde sich das hier, na hier vielleicht nicht unbedingt. Und ich habe mir keine Schaufel gemacht, warum nicht? Und mit dem Bett haue ich jetzt hier alles kaputt. So. Oh, das hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber ich würde auch gerne am Wasser bauen. Oh, das ist schwierig, einen Platz zu finden. Ein Ort, den man sein Zuhause nennen kann. Nicht nur ein Ort, wo man wohnt. Nein, auch ein Ort, wo man hingehen kann und weiß, dass man diesen Ort nie wieder verlassen möchte. Ein kleines Paradies in Minecraft. Ich wollte eigentlich, ja, Wasser wollte ich vor der Tür, aber da war jetzt nicht so eine Pfütze hier gemeint. Ich rede hier richtig Wasser, ein See, ein Meer, so ein Wassermeer-Dingens. Ihr wisst, was ich meine. So halt so ein richtiges, so richtig schön. Am besten ein Berg und Wasser. Und dann hätten wir alles, was wir brauchen. Wasser, Berg und ein Wasserberg. Ein Berg aus Wasser. Oh, ich habe eine Spinne gehört. Und hier ist Kohle, bis der Arzt kommt. Aber die lassen wir jetzt erstmal so. Falls euch die Musik gefällt, die Playlists, die Links zu den Seiten, wo ich die her habe, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Die ist kostenlos, kann man halt auch frei für seine Videos nutzen. Und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe ja jetzt nur eine Auswahl an Tracks da mir runtergeladen und es gibt aber auch noch so viele mehr und ich habe auch lange nicht mehr auf der Seite vorbeigeschaut. Vielleicht werde ich die Playlist mal bei Gelegenheit wieder aufwerten mit ein paar neuen Songs. Und ja. So, dann schauen wir mal. Also hier gibt es irgendwie kein Wasser. Berge haben wir hier ohne Ende. Aber Wasser? Und ich habe wahnsinnigen Hunger, sehe ich gerade. Gut, dass wir uns noch ein paar Karotten für den Weg mitgenommen haben. Aber die werden ja auch nicht ewig halten. Das heißt, wir müssen uns irgendwann mal bei Gelegenheit auf jeden Fall was Eigenes suchen. Kleine Nahrungsquelle. Und wenn wir wieder bloß ein Feld anlegen, ihr wisst ja noch, wie das in der ersten Season war, wo wir quasi permanent am Verrecken waren. Das hier sieht doch schon mal besser aus. Guck mal hier, Wasser, ein dicker, fetter Fluss mitten im Berg. Das ist jetzt hier das Problem, dass man denn auf dem Wasser bauen muss. Schauen wir mal vielleicht, ob der Fluss auch noch irgendwo mündet, endet, Dingenskirchen, ihr wisst schon.
So. Aber es ist eine schöne Gegend hier auf jeden Fall. Kann man machen. So. Ganz wichtig für die neue Hood. Chicken Wings. Chicken Wings brauchen wir für die Einweihungsfeier, wisst ihr ja. Ma. So. Dann gucken wir mal. Also hier scheint irgendwie... Das scheint, glaube ich, kein Ende zu geben. Also da gibt es irgendwo ein Ende. Bestimmt. Da vorne wahrscheinlich. So. Ma. So. Hier haben wir auf jeden Fall noch Kühe. Aber Kühe wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte mehr so einen schönen Ort, wo man bauen kann. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, dass jetzt hier irgendwie die Folge nur aus Rumgerenne besteht. Ich werde die Folge ein bisschen länger machen, dadurch, dass es halt auch so lange keine Minecraft-Folge mehr gegeben hat. So, nehmen wir noch ein paar Kühe mit. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Bäume, bis der Arzt kommt. Und hier gibt es ein Ende. Dann beginnt quasi hier der Fluss. Hier ist eine Höhle. Man könnte jetzt die Kohle mitnehmen, aber nee. Aber das ist noch nicht so das, was ich will. Mal schauen. Wir schauen mal. So. Wir müssen auch gleich mal gucken, glaube ich. Es wird bestimmt bald wieder Nacht. Perfekt. Meer. Berg. Und dann gucken wir mal auf jeden Fall, ob wir jetzt hier irgendwo noch den perfekten Ort finden. Oh. What the fuck? Ich glaube, hier in der Nähe können wir bleiben. Ich glaube, das sieht gut aus. Guck mal, ja, oh, da sprudeln ja schon wieder die Ideen bei mir. So. Ich würde sagen, die Sache ist nämlich, man kann hier dann super den Berg wegreißen. Das werdet ihr dann alles sehen. Mal haufenweise Höhleneingänge. Sehr gut. Alter, wie, aber jetzt mal ernsthaft, wie geil sieht das denn bitte aus hier? So. Schöner Wasserfall hier. Schaufel, die wir immer noch nicht haben. Komm, wir springen jetzt hier runter. Knabbern noch eine Karotte nebenbei. Jetzt mal ernsthaft, wie geil ist das denn? Und ich glaube, da vorne wird dann unser kleiner Rückzugsort sein. Irgendwo dahinter. Ich meine, wir sind jetzt hier, glaube ich, die ganze Zeit schon nur am Quatschen, Laufen, Schwimmen. Und, okay. Komische SMS gekriegt hier. So. Ja, das ist, ich hasse das, wenn mein Handy nicht stillsteht während der Aufnahme. Okay. Ich glaube, das da vorne, das war schon ganz okay. Oder wir gehen jetzt hier erstmal direkt auf den Berg rauf, so. So auf den Berg, so, weißt du? Nee, machen wir nicht. Kommen wir nicht hoch. Verdammt. Karottenpower. So, wir bauen uns hier, krabbeln hier hoch auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns das Ganze von oben mal an. Dann wird es ja bestimmt irgendwo einen Ort geben, wo wir bleiben können. Ach, hier ist schon wieder Schnee. Finde ich nicht so geil. Nicht so geil. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir jetzt auf der rechten Seite das Meer haben. Noch mehr Chicken Wings. Bock, 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 bock. Nein! Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Und hier ist so eine Steinwüste. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das ist jetzt wahrscheinlich auch neu in Minecraft. Ja, und irgendein Vöglein hat mir gezwitschert, dass wir dann hier so anfangen zu bauen. Bloß mir fehlt halt so ein bisschen noch so eine Fläche. So wie so eine Art Strand. Die dann quasi in den Berg reingeht.
Aber wir werden da noch was finden. Ich weiß es. Ich fühle es. Hier so. Quasi hier so. Da vorne, da hinten, da links, da Mitte, rechts, geradeaus, oben, unten, hier und da, nirgendwo und überall. Aber jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Da vorne werden wir bauen. Ich hoffe mal, dass da noch ein Berg ist. Wenn ich... Aua. Au. Wenn nicht, haben wir Pech. Ja, doch. Kleine visuelle Konzentration Dingensbummens. Ist jetzt hier... Nee. Finde ich jetzt nicht so cool. Ich will nicht auf dem Spalt bauen. Aber gut, wir bauen hier. Hier so. Haben zwar null Bäume in der Nähe, super, nur da hinten die. Haben wir Setzlinge bei? Wir haben Setzlinge bei. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein paar... Man kann das ja noch ein bisschen immer vergrößern, denn... Okay, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall erstmal eine Unterkunft bauen. Und zwar ganz schnell, wie das aussieht. Pass mal auf. Zack. Dann fangen wir wieder so an wie im ersten Teil. Quasi so. Wir werden jetzt einfach mal die Monster hier alle umgehen. Jetzt scheiß mal hier ganz ehrlich auf Fenster und so. Dach brauchen wir auch nicht. Die werden wohl kaum von oben kommen. Dann packen wir hier das Bett hin und schlafen eine Runde auf jeden Fall. Und dann können wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge richtig hardcore drum kümmern, hier unser neues Zuhause hinzubauen. Und es sieht auf jeden Fall geil aus. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Also macht's gut. Bis denne und tschaußen.